1997 wurde dann die Bunianer-Hilfe gegründet von Mitarbeitern dieses Unternehmens. Da gehörte ich nicht zu, aber die wollten ein bisschen was abgeben, weil es uns allen relativ gut ging. Und ich finde, es ist eine tolle Sache. Ich finde, auch im Privatleben, nicht nur im beruflichen, wenn es einem gut geht, darf man dankbar sein und dann darf man gerne auch was abgeben. Ich bin auch eingetreten in die Bunianer Hilfe, ich bin da Mitglied zahlendes und wir haben in unserer Filiale immer Patenprojekte gehabt. Die waren sehr unterschiedlich, in Buxtehude war es irgendwie, Mensch, das fällt mir gar nicht mehr ein. In Rothenburgs Ort hatten wir auch ein Patenprojekt und wir haben schon damals das so gemacht, dass wir kleine Spendenfeste, sag ich mal, organisiert haben. Dann sind die Institutionen, denen wir gespendet haben, und das waren immer welche aus dem Stadtteil, wo die Filiale war, die haben dann gebastelt oder Kekschentüten gepackt oder auch Kuchen gebacken. Wir haben draußen gestanden und Waffeln frisch gebacken. Und das Geld, das dann eingesammelt wurde, kam dieser speziellen Institution zugute. Und natürlich gab es immer das Sammeln für die Bunianer Hilfe insgesamt. Was die Mitarbeiter haben gespendet, die Kunden haben gespendet. Und da ist ja richtig viel Geld zusammengekommen in dieser Zeit. In diesem Jahr sind es 25 Jahre, wo die Bunianer Hilfe existiert. Ich kenne die Summe nicht genau. Weiß ich nicht. Das wissen die Spezialisten in der Bunianer Hilfe. Und das Geld wird immer sehr gerecht verteilt. Man kann einen Antrag stellen, wenn man Bedarf hat. Und es geht immer um Kinder- und Jugendarbeit, vorrangig hier in Hamburg. Inzwischen haben wir ja auch Filialen in Berlin. Ja. Da wird auch gesammelt. Da haben wir auch Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das Berliner Geld bleibt natürlich in Berlin. Aber in Hamburg ist es vorrangig für Jugendliche und Kinder, die Hilfe brauchen. Und ich glaube tatsächlich, das wird immer mehr in Zeiten der Pandemie. Finde ich schon auch erschreckend. Ich glaube schon, dass häusliche Gewalt ein Thema ist in der Pandemie. Ich will ja nicht abstreiten, dass Homeoffice, Homeschooling und die ganze Zeit zusammenhocken anstrengend ist, aber trotzdem ist das für mich immer noch keine Entschuldigung für Gewalt. Weil ich glaube, gerade Kinder und Jugendliche sind die, die sich am wenigsten wehren können dagegen. Und denen ist jetzt noch die Möglichkeit genommen worden, auf einer normalen Schule oder in einem normalen Kindergarten normale soziale Kontakte zu haben. Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber die haben nicht die Möglichkeit mehr mitzukriegen, wie ein Leben sein kann, das nicht vielleicht in beengter Situation stattfindet oder in Situationen, wo die Eltern leider nicht in der Lage sind, sich vernünftig um die Kinder zu kümmern. Ich weiß, dass viele Kinder auch ohne Frühstück in die Schule kommen. Ja, bei uns hätte es das nicht gegeben. Ohne Brot wäre es nicht gegangen. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jemals in der Schule jemanden gehabt hätten, der kein Frühstück mit hatte. Und wenn, hätten wir dem wahrscheinlich von unserem Brot was abgegeben. Das wäre irgendwie geteilt worden. Aber die Zeiten haben sich natürlich verändert. Ich lebe also nicht in der Vergangenheit. Das ist nicht so, dass ich sage, früher war alles schöner, besser, früher war alles anders. Aber das ist keine Bewertung. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, diese Gruppen zu unterstützen. Ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, auch Ältere zu unterstützen. Und es gibt so viele Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und dann darf man, wenn es einem gut geht, gerne mal was davon abgeben.